Servus zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Star Wars Galaxy of Heroes Video. Heute mit einem interessanten Video. Und zwar habe ich einen besonderen Gast an meiner Seite, den MG71 von Maw, den Mighty Warlords. Diejenigen, die schon ein wenig länger dabei sind, werden den Namen sicherlich schon einmal gehört haben. MG71 ist ein klassischer Kraken und hat aktuell mehr als 10,6 Millionen galaktische Macht und gehört damit zur weltweiten Top 10 aller Spieler, wie ihr hier auf der Datenbankseite erkennen könnt. Aktuell rangiert er auf Platz 6. Ich habe mir gedacht, es wäre, glaube ich, mal super interessant, die Sichtweise eines Krakens zum Spiel zu hören. Und da er Deutscher ist, habe ich mir gedacht, ich lade ihn einfach mal zu einem Gespräch ein und bin sehr froh, dass er dieser Einladung gefolgt ist und sich auch bereit erklärt hat, offen über diverse Themen zu sprechen. Natürlich habe ich mir ein paar interessante Fragen geblickt, Fragen zu seiner Person, Fragen zu Maw. Natürlich sprechen wir auch generell über das Spiel, diverse Änderungen im Spiel und wie er als Krake das alles so sieht. Insofern fangen wir an. Viel Spaß. Servus MG71, grüß dich. Grüß dich. Vielen Dank nochmal, dass du dir nochmal Zeit genommen hast für ein weiteres Gespräch. Wir haben uns ja jetzt bereits schon mehrfach unterhalten, aber ich freue mich, dass du trotzdem nochmal der Einladung gefolgt bist. Cool, dass du Zeit gefunden hast. Sehr schön, finde ich. Klasse. Kein Problem, gerne. Okay, also klar ist natürlich, wir haben uns jetzt schon relativ viel unterhalten und die meisten Fragen, weiß ich schon die Antwort. Klar, ich werde sie deswegen trotzdem nochmal stellen, weil wir verschiedene Zuhörer, verschiedene Zuschauer haben und die kennen ja noch nicht deine Antworten und sind bestimmt interessiert. Deswegen nicht verwundern, wenn wir ein paar Fragen doppelt durchgehen, aber das sollte ja nicht das Thema sein eigentlich. Völlig in Ordnung. Okay, also wenn es für dich okay ist, würde ich auch gerne wieder ein paar Dinge über dich persönlich in Erfahrung bringen. Das heißt, hier mal ein paar Fragen stellen zu deiner Person. Und dann gehen wir einfach nochmal kurz über die Gilde drüber, sprechen wir nochmal ein bisschen über die Mighty Warlords und dann sprechen wir einfach nochmal ein bisschen über das Spiel und ein paar Charaktere. Ich denke, genau, super. Also, wie bist du zum Spiel gekommen? Wie lange spielst du schon? Vielleicht ganz kurz zu dem Thema. Genau. Also ich bin ungefähr eingestiegen ein halbes Jahr, nachdem das Spiel rauskam. Und der Grund war, dass ich für meinen damals 5-jährigen Sohn pädagogisch wertvolle Filme gesucht habe und dort an Star Wars hängen geblieben bin und dann nacheinander mit dem 5-jährigen Sohn zusammen alle Star Wars Filme geschaut habe und dann später eben auf meinem iPad geguckt habe, was gibt's da für Apps und da fiel mir dann eben diese App auf und ja, die fand ich ganz toll und demzufolge habe ich damit angefangen und bin immer noch dabei. Na, also circa 5,5 Jahre, glaube ich, bist jetzt dabei. Genau. Ja, genau. Ja, recht interessant, aber deine Kinder spielen ja nicht. Der ist jetzt mittlerweile ein bisschen älter, ist ja nicht mehr 5, aber er spielt es wahrscheinlich nicht. Oder hat er ein eigenes kleines Mini-iPad, wo er das Spiel auch drauf spielt mit dem eigenen Account? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Also der ist jetzt 10 und das Spiel spielt er nicht. Er spielt ein anderes. Ich will das eigentlich gar nicht, dass er das groß macht. Weißt du, wie das ist bei Kindern? Dann daddelt die nur rum. Aber ein Spiel hat er und wir können das auch gut kontrollieren, wie lange er das macht und so weiter. Und so aber er begeistert sich auch für das Star Wars-Universum, für die ganzen unterschiedlichen Rassen und Figuren und Charaktere. Ich glaube, ja. Ja, interspannend, na klar. Ja, klar. Und deine Frau, wie sieht die das Ganze? Naja, wie das so ist bei Frauen. Also natürlich hätte sie lieber, wenn ich die Zeit, die ich mit dem Spiel verbringe, mit der Familie verbringe, logischerweise. Und demzufolge wird das Ganze etwas kritisch gesehen, aber soweit ich weiß, geht das ja einigen so. Ja, es ist halt so ein Rückzugsort für uns Männer, kann man mal so sagen. Es gibt natürlich auch Frauen, keine Frage, aber die Mehrzahl der Spieler sind ja doch Männer. Nee, absolut. Aber sie akzeptiert es, dass du da so ein kleines Hobby hast. Sie sieht ja auch, dass ich mich damit entspanne und damit ist alles gut. Das ist schon mal wichtig, genau. Aber ab und zu mal rechtfertigen musst du dich wahrscheinlich schon. Also wenn ihr jetzt unterwegs seid und du weißt, ups, jetzt muss ich kurz Energie abholen. Nimmst du dann das Handy und holst die Energie ab oder sagst du dir, ach, mir egal, jetzt lasse ich's? Oder wie bist du das da? Das mache ich schon. Also gerade so im Urlaub wird es dann spannend, wenn man dann entspannt am Strand liegt und man weiß, seine Auszahlungszeit kommt gleich oder irgendwas.
Dann wird es spannend. Da hat man dann nicht so richtig, da muss man halt sich was überlegen, was man macht. Ja, aber bisher hat es Es immer. ist immer interessant, dass normalerweise für mich als Free-to-Play-Spieler ist es ja relativ wichtig, auf jede Kleinigkeit zu achten, auf jede kleine Energie, auf jeden Ja. kleinen Kristall. Und du als Krake hast natürlich da, ich sag mal, einen besseren Freiraum. Also du hast mehr Möglichkeiten, du hast Kristalle auf Halde, du hast da auch andere finanzielle Möglichkeiten. Und da denke ich mir teilweise so, okay, ja, du müsstest wahrscheinlich nicht auf jeden kleinen Kristall achten und auf jede kleine Energie, oder? Ja, das stimmt schon, aber bei den Energien habe ich so ein kleines Hobby. Ich sammle die nämlich, die Energie. Ich Ah. sammle 99 am Tag sozusagen. Man muss ja 36 ausgeben und 135 kann man verdienen. Und das mache ich nun schon seit Monaten. Und das mache ich immer deshalb sozusagen, wenn eine galaktische Legende rauskommt, dass ich die möglichst am ersten Tag gleich bekomme mit ihrer Ultimate-Fähigkeit. Ah, das hast du dir also so ein bisschen selbst auferlegt, die Aufgabe. Wenn eine galaktische Legende kommt, wirst du die am allerersten Tag haben. Das ist ja interessant. Möglichst auch mit Ultimate, mit Ultimate. Das ist, Wow. ja. Das heißt also, man braucht im Schnitt, also beim letzten habe ich 23.000 Energie gebraucht. Und Das ist interessant. das hatte ich auf der Halde sozusagen, gell? Also Wahnsinn. man kann ja jeden Tag 99 sparen. Das ist ja Ja, möglich. ja, ja. Aber 23.000 Energie auf Halde haben ist schon. Huh. Das ist gar nicht so schlimm. Also rechne das mal hoch, 100 am Tag und dann bist du nach 10 Tagen bei 1000 und so weiter. Okay. Wahnsinn. Ah, interessant, interessant. Okay, also nach deinem Alter frage ich jetzt nicht. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Alter lassen wir mal kurz weg. Aber vielleicht interessant für alle anderen. Was machst du beruflich? Vielleicht da kurz ein Wort dazu. Genau, also ich bin Arzt, Orthopäde und Unfallchirurg, schnippel an Menschen rum und komme aus dem schönen Sachsen. Ah, hervorragend, hervorragend. Sehr schön. Okay, Lieblingscharakter in Star Wars? Vielleicht auch noch da kurz ein Wort. Hast du irgendeinen? Mal bezogen auf die Filme und auf die Serien? Naja, auf die Filme bezogen ist es natürlich die Geschichte vom kleinen Anakin, der sich dann zum Darth Vader entwickelt, sozusagen, die ist schon beeindruckend. Im Spiel, muss man sagen, gibt es jetzt keinen Charakter, der so mein Lieblingscharakter ist. Also vielleicht der stärkste so alleine ist ja wahrscheinlich SLKR, muss man sagen. Und natürlich die galaktischen Legenden sind alle faszinierend, aber dass ich jetzt sagen würde, Agnaut oder der Widerstandstruppler ist nun der, für den ich sterben würde, das kann ich jetzt nicht so sagen, gell? Im Spiel ist es ja auch immer auch eine Mischung aus Charakteren, Nee, die klar. Nee, verwandt ist, klar. gell? Aber die neuen Filme um Kylo Ren und Rey, wie fandest du Ja. die? Ich bin da ja relativ skeptisch, was diese drei Teile angeht. Okay, naja gut, die Geschichte muss ja irgendwie weitergehen, gell? Ich Ja. find's jetzt nicht so schlecht. Aber ich bin Okay. vielleicht auch nicht so der absolute Freak, der alles kennt, der alle Bücher gelesen hat und so weiter und so fort. Ich finde, wenn du nur die Filme kennst, so wie ich, dann macht das schon Sinn, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du viel, viel größeres Wissen über Star Wars als ich, nehme ich Ich an. bin kein Comicleser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ähnlich wie du, auch eher auf Serien, auf Filme. Klar, so ein Okay. bisschen im Internet liest man natürlich allerhand mal ein bisschen nach und baut sein Wissen immer mehr auf, je mehr Charaktere kommen. Jetzt gerade die neuen hier um Mara Jade und Cal Katarn, die kannte ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Da musste ich mich auch erst ein Stück weit reinlesen, Ich auch wie nicht. Die die kommen ja so. auch in den Filmen nicht so vor, in dem eigentlichen Genau, Sinne. genau, genau, Hast genau. du eigentlich einen Lieblingscharakter In im Star Spiel? Wars, also als ich kleiner Junge war, fand ich Boba Fett am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es liegt daran, dass der nicht viel erzählt hat und dass der nicht viel gesprochen hat. Er hatte so eine Ja, okay. Hintergrundcoolness, glaube ich. Den fand ich Ja. als Kind wirklich toll. Da hatte ich auch einen kleinen Schlüsselanhänger von der Boba Fett-Figur und so. Ja, aber ich war jetzt noch nie der Yoda und der Han Solo-Fan. Also ich weiß nicht, ich hatte immer so eine ganz leichte Tendenz zur dunklen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, für mich ist steht außen vor, klar, Anakin und Darth Vader sind für mich, also die stehen für mich ganz, ganz oben. Das ist für mich so der Inbegriff von Star Wars. Klar, Darth Vader. Ich finde es auch sehr, sehr schade, muss ich von meiner Seite aus sagen, dass Darth Vader nicht die stärkste galaktische Legende im Spiel ist. Das finde ich echt Ja. schade, weil der Ja, ist ich auch. eigentlich so der mächtigste im Grunde genommen, ja. Irgendwie schon, ja. Das muss man sagen, das ist richtig. Das war Und enttäuschend etwas, ne? ja, ist immer so witzig, ich würde gern Kylo Ren gegen Darth Vader sehen. So, das wäre mal ein Kampf, aber im Spiel ist es natürlich jetzt nicht mehr vergleichbar. Ist klar. Nee, Dann das ist richtig, ja. vielleicht ganz kurz, wie ich meine, du bist Arzt, hast du gesagt, du bist Ehemann, du bist Vater, du hast wahrscheinlich noch andere Hobbys, könnte ich mir gut vorstellen. Wie vereinbarst du das? Wie können wir uns das draußen, wir Leute, uns das ungefähr vorstellen? Wie vereinbarst du das alles?
Naja, gut, wenn also jeder weiß, wer Kinder hat oder wie auch immer, man muss ja alles irgendwie durchorganisieren. Es geht ja gar nicht anders. Und genauso ist es hier. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich massiv viel Zeit verbringen kann mit dem Spiel. Demzufolge muss ich mir meine Freiräume schaffen. Das ist meistens morgens, ganz früh morgens, wenn noch alle schlafen, stehe ich etwas früher auf und mache dann so eine halbe Stunde lang meine ganzen täglichen Aufgaben. Und das ist eben, wenn alle schlafen, dann auch wieder, also eher so gegen Mitternacht hin, wo dann der Rest erledigt wird. Bei den normalen Tagen, würde ich mal sagen. Wenn natürlich Territorialkrieg ist, dann bin ich schon ein bisschen aktiver und muss dann auch mal zwischendurch und so. Das ist ja gar normal. Ja, das ist klar, das ist klar. Aber es ist schon interessant. Also ich finde es aus meiner Sicht finde ich sehr beeindruckend, wie das Menschen, die so viel um sich herum haben, so viel Pflichten haben um sich herum, wie die das noch mit diesem zeitintensiven Spiel vereinbaren können, finde ich sehr beeindruckend, muss ich Ja, sagen. ich sehe es natürlich auch ein bisschen als Entspannung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist Okay. nicht so, dass es für mich jetzt einmal extrem stressig ist und anstrengend, jetzt muss ich wieder ins Spiel und so weiter. Das ist Ja. für mich so wie ein Glas Whisky trinken, Ja, abchillen. ja, ja. Und dadurch geht das sicherlich. Das ist total Aber klar. weil du es gerade ansprichst, viele hören ja aktuell mit dem Spiel auf, weil sie Ja. sagen, es ist brutal zeitintensiv und es hat sich zum Negativen verändert und sie haben das Gefühl, es wäre nur noch Arbeit für sie, das Spiel. Und es ist recht interessant, dass du jetzt genau das Gegenteil sagst, dass du sagst, ich gehe eigentlich in das Spiel rein, weil es für mich genau das Gegenteil bedeutet. Eigentlich ist es für mich Entspannung. Es ist recht interessant, finde ich, dass das. Das ist so, wobei die Leute natürlich nicht Unrecht haben. Es ist ja durch diese galaktische Eroberung, es ist ja massiv intensiver geworden und auch durch den Territorialkrieg, durch die Aufstockung der Teams und so weiter, wo Ja, man ja ja. viel länger Zeit braucht. Dadurch merkt man natürlich schon eine gewisse Veränderung, auch einen gewissen Druck dann natürlich teilweise. Aber mein Gott, ich denke mal, da kann man sich auch irgendwie mit arrangieren und dann mal gucken, wie es geht. Okay. Ja, jetzt habe ich gerade mal dein Profil aufgemacht. Letzte Woche, glaube ich, hattest du noch ein bisschen weniger galaktische Macht. Da bist du ja fast aus den Top 10 der Welt rausgeflogen, habe ich ganz kurz gesehen. Aber jetzt hast du wieder einige Charaktere hochgezogen und jetzt bist du wieder gnadenlos in der Top 10 drin mit über 10,5 Millionen. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber wenn du das sagst, wird das Ja, so sein. ja. Also ich bin ein Freund von Statistiken, deswegen war mir dein Name jetzt auch nicht ganz unbekannt, weil ich natürlich die Top 10 oder Top 20 der Welt so ungefähr kenne. Da weiß ich also, welche Namen da dabei sind. Deswegen war MG71 mir persönlich zumindest ein Name. Ich glaube auch viele, die das Spiel länger spielen, kennen MG71. Ich glaube, so unbekannt bist du nicht. Okay. Ja. Nee, Na okay, gut, ich alles hoffe klar. mal, dass ich da bald noch ein bisschen höher komme, weil ich habe ja noch zwei erst auf 5 Sterne und Starkiller noch gar nicht freigeschaltet. Also dann geht es Richtig, wahrscheinlich ein bisschen höher richtig. dann. Genau. Mara Jade ist bei dir noch 5 und Darth Talon ist bei dir noch 5, genau. Wieso hast du gerade Mara Jade und Darth Talon noch auf 5? Und also wieso hast du sich von den neuen Charakteren gerade für Kyle Katarn und für Dash Render zu den ersten beiden entschieden, die du auf 7 Sterne bringst und Das nicht ist eigentlich Mara eine Jade? ganz einfache Erklärung. Ich war relativ euphorisiert wegen Lord Vader. Und als der dann rauskam und als dann Maul noch rauskam und ich gemerkt habe, dass ich da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich fühlte mich da irgendwie so ein bisschen betrogen, weil der ganze Aufwand, diese Charaktere zu bekommen und dann sind sie eben nicht die absolute Meta. Und da war ich dann, sagen wir mal, etwas, ja, angesäuert und habe an dem Zeitpunkt beschlossen, die nicht zu kaufen, diese neuen Charaktere. Also jedenfalls nicht per Marquis-Event. Und demzufolge hatte ich sie alle erstmal nur so auf 4 oder 5 Sterne. Und jetzt, da ja durch, dass die Scherben in den Lieferungen erschienen sind, habe ich da dann zugeschlagen. Und die Talon und die Mara Jade, die gibt es ja noch nicht in den Lieferungen. Wenn es die, wenn die dann Okay. kommen, dann werden die auch auf 7 Sterne hoch. Okay, alles klar. Okay, ah, das wusste ich nicht, dass die beiden noch gar nicht drin sind in Lieferung, sondern Also, nur der. soweit ich das jetzt weiß, gibt es, glaube ich, nur die anderen beiden. Weil es die jüngeren Charaktere sind, richtig? Die haben ja mit Dash Render angefangen zum. Ja, hast du recht. Genau, das hatte ich Ich gar nicht mehr vermute, zeitlich im Kopf. Ja. nee, ich vermute, dass die morgen wahrscheinlich dann in den Lieferungen erscheint oder spätestens am Freitag, aber wir werden sehen. Ja. Okay, sprechen wir vielleicht ganz kurz über die Mighty Wallets. Ich glaube, ein recht interessantes Thema für viele da draußen, weil der Name Mor ist eigentlich bekannt für jedermann da draußen. Und ich glaube, viele würden gerne so ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu den Gilden haben. Und vielleicht Okay. kannst du uns da vielleicht so ein bisschen mal aufklären, wie die Gilde aufgebaut ist und was es da so ein bisschen zu wissen gibt. Also bei MAW gibt es im Prinzip drei Gilden. Die sind alle drei voll mit je 50 Mitgliedern in überwiegende
oder die überwiegende Anzahl der Spieler sind Amerikaner. Es gibt aber auch relativ viele Deutsche, ich glaube 13 oder 14 in der Gilde, wo ich drin bin, sodass wir so eine Art, ja, so eine deutsche Zweiggilde sind. Und der Austausch unter den drei Gilden ist groß, also man wechselt auch mal zwischen den Gilden etc. Es ist alles nicht ganz fest sozusagen. Okay. Und die erste Gilde, das ist sozusagen die auch mit der höchsten GP im Spiel. Ich glaube, die haben fast 497 Millionen, glaube ich, die erste Gilde. Wir kommen an, ich bin in der zweiten drin, wo die Deutschen alle drin sind. Ja, wir sind, glaube ich, Dritter mit 160 oder 460 Millionen GP. Und die dritte MAW-Gilde ist auch kurz dahinter. Okay. Die anderen deutschen Spieler sagen mir vom Namen jetzt gerade gar nichts. Ich habe gerade More offen, also die Gilde, wo du auch Nummer 1 bist, habe ich gerade offen. Ich gehe gerade die Namen so ein bisschen durch. 15 andere deutsche Spieler sagen mir gerade gar nichts. Sag mir mal ein, also Mandalöre kenne ich, auch aus YouTube. Den kenne ich, aber das ist ein Amerikaner, Ja, zum Beispiel Plone oder Wampa oder Moral Hazard auch. Alles okay, da. Dann, wie hat es dich denn zu Moore verschlagen? Wie bist du da reingekommen? Ja, das im Prinzip war es so, dass ich einen Wettbewerb hatte hier, diese Grand Arena, kennt ja jeder, wo ich am Anfang ganz begeistert dabei war und wo ich sich dann aber relativ schnell herausgestellt hat, dass ich im Prinzip immer gegen die gleichen Leute kämpfen musste. Das waren immer die Top 50, Top 60 der Welt. Also es war sozusagen immer das Gleiche und immer dieselben Gegner, was irgendwie auch total ermüdend war und langweilig war, deshalb habe ich das dann auch immer gelassen. Allerdings bei den Kämpfen traf ich natürlich immer wieder auf Jungs von MAW und so weiter und irgendwann habe ich dann eine Einladung bekommen von einem, sozusagen, ich glaube von dem Chef der einen Gilde und da habe ich kurz überlegt, ob ich das mache oder nicht mache, weil es ist ja schon eine andere Sache, in einer englischen Gilde zu sein oder in einer englischsprachigen Gilde. Ja. Hab's auch dann gemacht und hab's nie bereut, weil das ist natürlich eine Top-Gilde und die sind alle engagiert und das sind alles coole Jungs und da macht's auch Spaß. Sozusagen. Nee, ist klar. Kann ich mir gut vorstellen. Auch gut organisatorisch wahrscheinlich aufgestellt. Ja, klar. Okay, aber gibt's bei euch bestimmte Aufnahmekriterien oder wie kommt man bei Moore rein? Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe ja, oder ich kenne auch einige Jungs, die auch sehr, sehr gut sind, die ich noch aus anderen Gilden kenne, die gerne mal einen Wechsel haben wollten, von zum Beispiel auch zu MAW. Da habe ich drei vorgeschlagen im Laufe der Zeit und einer ist davon genommen worden. Aus meiner Sicht waren die alle drei gut und engagiert. Hatten alle so einen Account über 9 Millionen, glaube ich. Hatten eigentlich auch alle galaktischen Legenden. Aber bei dem einen oder anderen fehlt es an Mods sozusagen. Das heißt also, die Mods sind auch relativ wichtig, wenn man in so einer Gilde mitspielen will. Okay. Habt ihr zwei Leute bei euch in der Gilde, die sich so ausschließlich mit Recruitment beschäftigen und sich die Spiele angucken? Oder habt ihr gar nicht so viele Bewerbungen oder wie ist das? Da stecke ich gar nicht so drin. Also okay. als ich die vorgeschlagen habe, wurde das demjenigen weitergeleitet, der Recruitment macht. Aber das läuft alles sozusagen gar nicht so offiziell. Also das ist alles irgendwie. Also gar nicht so demokratisch, dass ihr innerhalb der Gilde komplett über 50 Leute einen Link schickt und sagt, hey Leute, was haltet ihr von dem? Ist das eine Verstärkung für uns? Gar nicht. Läuft das dann über intern, über die Offiziere dann wahrscheinlich? Genau. Okay. Also da hat jeder seine Verantwortlichkeiten, denke ich mal. Und der das entscheidet das im Offizierskreis sicherlich. Bist du Offizier bei der Gilde? Nee, bin ich nicht. Bist du nicht? Konnte ich auch übrigens lange nicht sein. Ich habe nämlich das Spiel angefangen mit dem großen Fehler, damals mein Alter mit 4 Jahren anzugeben. Und war demzufolge auch Mol Eliza. Es war ja in den ersten 3 Jahren nicht möglich, den Namen zu wechseln. Ja, kenn ich. Das war, also, kennst du auch? Das war auch ja, Mol Eliza hießen wie alle, oder? Am Anfang. Ich glaube, wir hießen alle. Nee, nur die ihr Alter unter 18 angegeben hatten. Okay, also ich hieß am Anfang auch Mol Eliza. Irgendwann habe ich dann gedacht, wir heißen irgendwie. Ja. Aber das Problem war, ich konnte mit dieser Sache konnte ich nie Offizier werden oder irgendwas. Wurde also mehrfach gefragt. Weil ich ja offiziell ein kleines Kind war. Okay, interessant. Das war eine der schönsten Sachen im Spiel, als es dann möglich war, seinen Namen und sein Alter zu ändern. Sozusagen. Ja, zusammen mit der Payout-Zeit. Das war, glaube ich, eins der genialsten Änderungen, die sie jemals eingeführt haben, fand ich, als man die Payout ändern konnte. Da haben wir echt Luftsprünge gemacht und haben uns tierisch gefreut.
Also war genial. Bei den ganzen miesen Updates kam auch mal was Gutes. Richtig. Ja, wie sieht es bei Mo eigentlich aus mit TW-Organisation? Ihr habt bestimmt 2, 3 Leute, die den TW davor organisieren, sprich Gegner analysieren etc. Wie können sich das, wir kleineren Gilden uns das ein Stück weit vorstellen? Wie läuft es bei euch bei so einer Riesengilde ab? Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß ist. Soweit ich das so abschätzen kann, gibt es ja eigentlich in jeder Gilde so Verantwortlichkeiten. Der eine ist für ein TW verantwortlich, der andere für ein TB, der dritte für was anderes etc., Recruitment oder sonst irgendwas. Bei uns ist auch so, wir haben natürlich mehrere Leute, die den TW militärisch genau planen. Das heißt also, der Gegner wird analysiert, das dauert ein paar Stunden, dann wird die Verteidigung vorgegeben, dann muss man setzen, dass man auch ein paar Stunden vorher fertig ist mit dem Setzen. Und dann, wenn halt die Defense des Gegners bekannt ist, wird auch das Team vorgegeben, gegen welches man kämpfen soll. Gut, aber bei eurem Level, sage ich mal, ist ja klar, dass ihr eigentlich immer gegen Gegner kommt, die ansatzweise alles haben, oder? Also worin unterscheiden sich da noch die Defense? Weil ich meine, ihr werdet immer auf 50 Rays und 50 Imperatoren der Sith-Ewigen kommen und gegen 50 Lord Vader. Das ist doch bei euch immer dasselbe. Also ihr habt immer die maximale galaktisch-Legenden-Gegner-Anzahl, oder? Ja, haben ja nicht immer alle R8 und Anduin. Ah, okay. Interessant, dass ihr da dann strikt unterscheidet, okay? Ja, aber prinzipiell hast du schon recht. Das ist schon, also wie gesagt, der einer der härtesten TWs. Da standen mal 200 galaktische Legenden in der Defense des Gegners. Das war schon prickelnd. Dabei hattet ihr wahrscheinlich die Hälfte eurer galaktischen Legenden der Defense und habt die andere Hälfte für die Offense aufbewahrt und dann standet ihr vor 200 gegnerischen galaktischen Legenden. Aber es war wahrscheinlich noch vor dem Ende der Änderungen von Lord Vader. Also ich vermute mal, der eine oder andere von euch hat mit Lord Vader da noch eine Rey rausgekriegt oder so etwas. Oder? Ja, genau. Das ist natürlich herausfordernd, das stimmt. Ja, absolut. Ja, Kontern ist so, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen eben. Wie viele aus der Gilde können denn eine galaktische Legende noch mit einem nicht-galaktischen Legendenteam schlagen? Also mir fällt persönlich nur ein Ray mit Gas. Das ist so der einzigste Konter, den ich mir noch ungefähr vorstellen kann, was funktionieren könnte. Ansonsten finde ich schon relativ schwierig. Ich habe es lange nicht mehr probiert. Ich weiß nicht, ob die imperialen Truppen noch was ausrichten können gegen sie. Ja. Aber bin mir auch nicht mehr so. Ich habe es lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Es ist schwieriger geworden. Definitiv. Es ist auch so, wir haben, sagen wir mal, bei prickelnden Gegnern, wo es wirklich so Kopf an Kopf geht und du stundenlang auf dem gleichen Niveau bist, da ist es auch durchaus mal so, dass wir Kämpfe streamen können. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Das heißt, da wird dann via Bildschirmübertragung bekommst du dann einen Spezialisten an deine Seite gestellt, der dir hilft, diesen Kampf zu gewinnen, sozusagen. Ja, das ist aber sicher auch gar nicht so schlecht in der einen oder anderen Situation. Nee, das ist sicherlich auch wieder aufwendig, aber natürlich eine gute Sache. Ne? Wenn du wirklich einen Gegner hast, dann hilft das schon. Ne? Ja, absolut. Wer ist bei euch so der größte Konkurrent auf dem hohen Niveau, mit dem ihr spielt? Sagen wir mal, gibt ja so ein bisschen so den jahrelangen Zweikampf in den Staaten sozusagen. Da gab es ja immer so zwei Gilden, die Spitze waren. Das war eben MAW und das war Team Instinct. Team Instinct gibt es im eigentlichen Sinne nicht mehr. Da gibt es aber so zwei Nachfolgegilden. EN Co-Patrol, das sind die auf Platz 2 sind auch von der GP her. Und wie heißen denn die anderen? Jetzt habe ich mir überlegen. EN Cobra Co., das sind die anderen. Das EN steht ja immer noch für Team Instinct. Natürlich, sagen wir mal, alte Feindfreundschaften zwischen den beiden Gilden. Ich habe immer gedacht, Team Instinct hat sich irgendwie aufgelöst. Also vom ja, Namen. Haben die ja auch, aber dieses EN ist halt so ein bisschen verblieben, so von Instinct. Und viele von denen, die damals in den Instinct-Teams waren, ich glaube, das waren auch 3 Gilden, sind halt heute in Cobra Troll und Cobra Co. Ja. Demzufolge gibt es die im Prinzip schon noch, sozusagen. Ja, von denen habe ich auch schon ein paar Leute kennenlernen dürfen. Die sind schon extrem PvP-Elite, also sie sind schon extrem darauf fokussiert, hier auf TW und auf Grand Arena. Ja, das merkt man schon. Auch wenn man sieht, wie die ihre Charaktere modden, da sieht man schon, dass es komplett auf Konter ausgebaut ist. Und ja. Ja. Ja.
Nee, okay, interessant, interessant. Okay, ja, dann vielleicht kurz ein paar Fragen zum Spiel generell. Es gab jetzt ein paar Änderungen. Also jetzt, ich sag mal, auf die Nerfs von Lord Vader und Gas müssen wir vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt eingehen. Ja. Es ist halt so, wie es ist, sage ich immer. Ja. Aber jetzt gerade die Verschiebung der Kristalle von der Trupp-Arena in die Grand Arena gab es ja jetzt schon reichlich Aufschrei. Also die einen oder anderen haben mir das Spiel sofort deinstalliert nach der Meldung. Die anderen lassen es auf sich zukommen, was dabei rumkommt. Die anderen finden es super genial, weil sie die Trupp-Arena nicht mehr haben. Wie siehst du das Ganze? Ja, mit gemischten Gefühlen. Also in der Trupp-Arena ist es natürlich so, man hat relativ schnell und einfach seinen ersten Platz erreicht und die 500 Kristalle. Das war jetzt keine große Sache. Man kannte sich über Jahre hinweg und ja. Dort wurde Rücksicht genommen, man wusste, wann die Auszahlungszeiten der anderen sind. Ja. Man ist noch nie so weit gefallen, dass es jetzt wirklich anstrengend war. Also irgendwie hat man das schon irgendwie hinbekommen. Mhm. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen aufwendiger. Man muss ja schon die Gegner ein bisschen analysieren und eben auch kämpfen. Ich war lange Zeit eben kein Freund der Grand Arena, weil eben immer die gleichen Gegner da waren. Mhm. Aber seitdem das jetzt neu ist, sozusagen, habe ich jetzt ganz andere Gegner, alle so im 8-Millionen-Bereich, 8,1 Millionen, 8,2 Millionen, mhm. alles nette Kerle, mit denen ich auch ins Gespräch komme. Mhm. Die sind natürlich durchaus auch angepisst, dass sie jetzt auf mich treffen müssen, sozusagen. Das kann ich mir vorstellen. Aber wobei die auch alles, also die wichtigsten Charaktere haben die auch, die hatten auch alle 6 galaktische Legenden und so weiter. Mhm. Das hatten sie schon auch und ich hatte vielleicht die besseren B-Teams, kann man so sagen. Gell? Ja. Es war okay bis jetzt. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt, ob das dann irgendwann wieder so sein wird, dass dann nur noch die 10 Millionen Jungs unter sich sind oder so. Dann wird es wieder etwas nerviger, sozusagen. Ja. Aber die ersten 2 Runden waren in Ordnung. Aber es ist schon interessant, dass du dir als Arzt doch die Zeit genommen hast, zu Payout zu klettern. Wenn ich mir gerade deine Arena-Rank anschaue, wie du so performst, du warst ja immer eigentlich auf der 1. Also du hast dir schon trotz deines Jobs und deiner Familie schon die Zeit genommen, zu Payout zu klettern, muss man schon sagen, ja. Ja, wobei das ja häufig also auf Auto geht. Absolut. Aber man muss das Handy ja trotzdem in die Hand nehmen, Spiel öffnen, zwei Minuten investieren. Ich weiß. Aber generell gebe ich dir natürlich recht, es waren einfach verdiente 500 Kristalle im Grunde genommen. Ja. Wir müssen mal eine Rechnung machen. Seit ich gehört habe, machst du ja so eine Tabelle, gell? So eine Excel-Tabelle. Ich rechne es durch, ob es sich noch weiterhin lohnt, ja. Genau. Also ich lege jetzt aktuell gerade nach meiner aktuellen Rechnung, ich habe gestern ja gewonnen gehabt, habe nochmal, ich weiß gar nicht, ein paar Kristalle bekommen. Ich lege jetzt aktuell, glaube ich, mit 750 Kristallen nach diesen 3 Wochen hinten, aktuell nach meiner Rechnung. Okay. Also ich hatte 10.000 ungefähr hatte ich und jetzt lege ich 750 hinten, so aktuell ist meine Rechnung. Hast du mal den ersten Platz gemacht in der Gruppe? Oder? Nein. Ich muss sagen, ich habe immer Gegner mit 8,9, 9,2 Millionen. Ich hatte dir einmal geschickt, einen Gegner hatte ich dir mal in Discord geschickt. Stimmt. Also es ist schon brutal. Mir fehlt eine galaktische Legende, das merke ich auf jeden Fall. Und mir fehlen da die genannten B-Teams, die du gerade selber gesagt hast, die fehlen mir einfach. Also ich hatte jetzt... mich wundert es, dass ich in der letzten Runde den letzten Kampf gewonnen habe. Da bin ich gegen einen angetreten mit 8,7 Millionen. Und das habe ich verblüffenderweise gewonnen. Hat mich total gefreut, weil ich jetzt in der ersten Runde 2 Siege, eine Niederlage hatte. Jetzt hatte ich 2 Niederlagen, 1 Sieg. Jetzt stehe ich so ein bisschen bei 3-3. Das ist okay. Und solange ich mich in Kalbe 1 halten kann, ist es für mich in Ordnung. Aber da bleibe ich nicht. Also das ist Kalbe 1 ist ein Level, wo ich ganz klar sage, da gehörst du hin. Das ist, glaube ich, nicht mein Level, muss ich zugeben. Ich weiß leider gar nicht so richtig, wie das dann funktioniert. Also wenn man dann da rausfliegt aus Kalbe 1 oder wie lange man sich da drin halten kann oder weiß gar nicht genau, woran das eigentlich hängt, sozusagen. Muss ich mal ein Video machen. Ich kann das mal genauer erklären, wie man da auf- und absteigt. War bei mir am Anfang auch ein bisschen konfus, weil ich nicht wusste, ab wann kommt der Zeitpunkt, ab wann ich absteige. Ja. Wobei, das dauert eine Weile. Also du siehst ja, wir springen immer nur so um 38, 40, 41 Punkte hoch und runter. Also es bewegt sich ja aktuell nicht ganz so viel bei den Punkten. Das wird eine Weile dauern. Selbst bis du in Kalber 2 reinfliegst, wird es eine Weile dauern. Da müssen wir echt, ich weiß gar nicht, wo wir hinfliegen müssen, auf 3200 irgendwie sowas. Es dauert eine Weile. Wir werden weiterhin unsere 260 täglichen Kristalle
alle bekommen. Das wird weiterhin drin sein. Ich habe jetzt gerade mal dein Skill-Ranking offen. Du hast ja eigentlich fast, bis auf einen Kampf, hast du alles gewonnen. Komplett, ja. Gestern habe ich verloren. Das war ein ganz netter Franzose. Also gestern sozusagen. Mhm. Oder war es vorgestern, weiß gar nicht mehr. Allerdings hatte ich auch keine Zeit zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich, glaube ich, nur zwei Kämpfe gemacht oder drei Kämpfe und dann war es auch, dann bin ich nicht mehr dazu gekommen. Ja. So, habe ich den Kampf dann verloren. Der hat alles reingesetzt, was er hatte so und war dann total happy, dass er gewonnen hat. Aber gut, damit kann ich leben, das ist nicht das Problem. Wie gehst du die Grand Arena an? Also hast du für dich irgendwie festgelegt, ich setze alles auf Defense, ich mache 50-50 von der Stärke her, oder setzt du eher super B-Teams in die Defense und dann nimmst alle galaktischen Legenden für die Offense? Hast du da so eine kleine Strategie für dich herausgefunden? Also es wechselt so ein bisschen, muss ich sagen. Ich setze eigentlich eher eine relativ harte Defense. Hatte das teilweise so gemacht, dass ich alle 6 GLs in die Defense gesetzt habe, 3 oben, 3 unten. Habe mich dann gewundert in den Kampf, den ich verloren hatte. Das war der dritte Kampf in der ersten Runde. Dort hatte einer, ich glaube, eine galaktische Legende in der Defense. Nee, Quatsch, der hatte auch 4 oder 5 gesetzt und hat aber alle meine galaktischen Legenden abgeräumt. Das fand ich ganz spannend. Okay. Da musst du dir vielleicht mal den Verlauf angucken. Das war gegen Roberto, oder? Rigoberto, genau. Ja. Den Kampf hatte ich mir angeguckt, hat mich wirklich interessiert, gebe ich offen zu. Hat mich auch interessiert, weil der hat ja wirklich alles abgeräumt, ohne große galaktische Legenden zu verwenden, hat er die galaktischen Legenden abgeräumt. Das fand ich ganz spannend. Aber ich habe jetzt auch keinen Verdacht, dass das ein Cheater oder sowas ist, weil wenn dir jetzt die Teams anguckt, die er genommen hat, das kann schon passen, wie er es gemacht hat. Ich habe jetzt gerade nur gesehen, du hast eine Attacke versammelt und hast danach aufgehört wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Okay, verstehe. Nee, also ich bin, ja, aber normalerweise setze ich also eher eine härtere Defense, also jetzt so 4, 5 galaktische Legenden schon so und dann auch noch meist Rivan rein oder irgendwie, wenn wir jetzt gegeneinander treffen, muss ich natürlich ganz anders vorgehen, logischerweise. Ja, aber klar. Das ist immer so, und da hält mir eigentlich schon immer so 8 Teams auf, mit denen ich weiß, mit denen kann ich was anstellen. Mhm. Und meistens reicht's. Ich glaube, du hättest den besiegt. Der ist relativ viel hängen geblieben bei dir in der Defense. Ui. Ja, aber es ist da zeitlich war es dann irgendwie nicht mehr. Ja, okay, aber wenn du ernst gemacht hättest, hättest du ihn wahrscheinlich nach Punkten noch geschlagen, weil der hat viele Loss und Timeouts gehabt. Den hättest du wahrscheinlich noch besiegt nach Punkten. Vielleicht, aber es ist. Dass du die Lust verloren hast. Es ist mir auch nicht so wichtig, solange ich nicht alles verliere, passt das schon. Ja, das war jetzt im Grunde genommen der einzigste Loss laut deiner Statistik. Beim Rest ist es ja. Aber wie gesagt, ich sehe es ähnlich. Also für dich ist, glaube ich, nur wichtig, dass du jetzt nicht der Einzige bist in Maw, der in Kalber 2 ist. Wenn der Rest alles in Kalber 1 ist, dann wäre es wahrscheinlich peinlich für dich. Das wäre dann wirklich peinlich. Aber das wird nicht passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also dich rauszunehmen ist schon eine Heidenaufgabe. Also ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Und also gut. Es könnte durchaus sein, dass wir aufeinandertreffen, weil momentan mit der das ist ja durchaus möglich. Wäre total witzig, aber völlig Banane, was soll ich gegen dich machen? Ich hatte einen ähnlichen Gegner, Kaliber von dir, der auch Mara Jade und Starkiller hatte und alles schon auf R8 und so Geschichten, wo ich echt dachte, was soll ich da machen? Also, ich meine, ich habe nur einen Darth Revan und ich habe nur einen Gas und ich habe meine 5 galaktischen Legenden, dann hört es halt auf. Hat der alles in der Dev gesetzt? Oder? Ja, komplett. Der hat alles in die Dev gesetzt und hat mit seinen B-Teams meine Dev gelegt und hatte alle galaktischen Legenden in der Defense. Plus B-Teams. Also stärkeren B-Teams wie Darth Revan und Gas und so. Also, ja. Ja, okay. Also hast du verloren. Ich konnte nicht mal clean. Also ich konnte nicht mal alle Felder clean. Keine Chance. Gar keine Chance. Aber ich habe seine Executor gelegt. Ja, das war. Immerhin. die habe ich zumindest mal gelegt, ja. Ich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit schon ein bisschen einspielen wird, dass man eben da, dass es das ein bisschen ausgeglichener wird. Das wäre schon besser, glaube ich, gell? Ja, ich denke auch. Also ich meine, also wenn du gegen mich kommst, du kannst alles auf Auto laufen lassen. Das ist ja für dich kein Problem. Das glaube ich auch nicht. Du bist ja ein gewiefter Spieler. Aber von den Mods her oder so hast du mehr. Es ist einfach so. Du kannst natürlich aufgrund deines Kristallhaushalts einfach dir auch mehr Mods leisten.
oder leveln, slicen. Da hört es bei mir dann schon. Ich muss schon ins kleinste Mikromanagement rein, weil ich natürlich nicht die Ressourcen habe, wie du die jetzt hast. Das ist natürlich schon. Gut, das erleichtert die Sache etwas, das stimmt, ja. Das okay, richtig. Ja, dann, wie ich gerade sehe, in der Trupp-Arena spielst du nicht mit Lord Vader. Warum? Nee. Naja, das, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, war so eine größere Enttäuschung, dass das eben nicht so richtig funktioniert, dieses Team. Also in der Offensive. Und da war ich halt etwas verärgert und ja, gut, ist halt so, muss man akzeptieren, aber ist schade. Hast du auch gehofft, dass der Maul die Wände bringt, ja, aber kam dann natürlich nicht mehr dazu? Wie du gestern schon sagtest, wo wir uns schon mal unterhalten haben, da fehlt eben dieser Fokus auf Cat, gell? Wenn er da wäre, dann wäre es wahrscheinlich machbarer, aber es ist ja kein schlechtes Team, aber es ist trotzdem eben nicht so diese Meta, wie man das erwartet hätte. Ja. Okay, du hast absolut, ja, und das war dann natürlich auch der Grund für dich, wo du da ein bisschen verärgert wurdest und hast gesagt, okay, jetzt werden die neuen Charaktere mal ein bisschen warten. Ich habe ja auch deine Videos gesehen, du bist ja da auch ähnlich enttäuscht, so ein bisschen, muss man sagen. Ja, also ich habe mich im Vorfeld sehr gefreut. Ich habe das Kit durchgenommen, habe mich sehr gefreut. Ich mag den Charakter aus den Filmen als auch so generell, also ich habe einfach eine gewisse Sympathie zu dem Charakter und ich hätte mich sehr gefreut, gerade auch wenn man es mal im Verhältnis sieht, zu den ganzen Investments. 4 R8 Leute als Voraussetzung. Für mich brutal teuer, also für mich als Free-to-Play brutal teuer. Und jetzt hat man ihn endlich und dann setzt man ihn noch nicht mal ein. Es ist schon böse irgendwie. Ja, wobei ich auch sagen muss, jede Master Kenobi läuft einfach, ich weiß nicht, es läuft geschmeidiger, also in der Arena. Wie gesagt, du nimmst die gegnerische Cat raus und dann kannst du auf Auto stellen. Es ist einfach super einfach zu spielen im Grunde genommen, ja. Erstaunlicherweise nehme ich zuerst immer, wie heißt er? Gas raus. Okay. Ja. Bei uns spielen manche mit Ki Adimundi anstatt Gas, so mal 50-50. Okay. Ja, okay. Also, dass ich, den ich immer zuerst rausgibt, ist mir bei mir irgendwie flockiger alles dann. Okay. Einfach. Okay. Ja. Aber gut. Wahrscheinlich wird beides funktionieren. Vader habe ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich die Erfahrung gemacht. Vielleicht muss ich mich da noch ein bisschen mehr mit ihm beschäftigen. Naja. Ist ein bisschen frustrierend, aber gut, vielleicht kommt da noch eine Änderung, wissen wir auch nicht. Ja, aber sozusagen so gegen den Catcam anzutreten, das ist nicht so leicht. Ja, gut, jetzt am 3. Januar habe ich es, glaube ich, mal rausgefunden, fängt ja die neue galaktische Eroberung an. Die dritte Runde, und dann kriegen wir den neuen Boba endlich fertig. Wirst du den Conquest Pass kaufen? Also sagen wir so, beim ersten Mal habe ich es gemacht, den großen, beim zweiten Mal nicht. Es geht auch ohne, sozusagen. Demzufolge werde ich es beim dritten Mal wahrscheinlich nicht machen. Okay. Ist auch ohne geht. Ja. Das wird jetzt in den letzten Monaten, Jahren, ja mittlerweile irgendwann mal so ein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, mir reicht's. Ja, das gab es immer mal, na klar. Also ich habe, wie alle gibt's oder wie alle Spieler das auch erlebt haben, gibt es im Spiel immer wieder frustrane Phasen und dann hat man mal was geschrieben ins Forum, dann wurde das gelöscht, weil man irgendein Wort verwendet hat, was nicht gut war. Dann steigt der Frust natürlich noch mehr und so weiter und so fort. Ich habe das letztendlich so verarbeitet oder gemacht, dass ich dann aus den größeren Gilden ausgetreten bin, dachte mir, jetzt trete ich mal kürzer. War dann auch in kleineren oder ganz kleinen Gilden, die total sympathisch waren, deutschsprachige Gilden. Das eine war Sektion Rot. Und das andere war Macht von Valhalla. Bei super tolle Gilden, da war ich dann jeweils ein halbes Jahr oder sogar noch ein bisschen länger. Hatte viel, viel Spaß, habe gesehen, dass es ganz andere Probleme gibt als meine, sozusagen. Ja. Und das ist aber auch, dann irgendwann zieht es dich dann wieder zurück, dann willst du wieder ein bisschen vorankommen. Oder dann kam halt R8, die du halt mit der alten Gilde nicht legen konntest, das C-Pit. Und dann bin ich halt wieder hoch in die sagen wir mal, höherklassigen Gilden. Aber das hat mich so ein bisschen geerdet, in ganz kleine Gilden einzutreten und nicht mal diesen ständigen Zwang zu haben, was machen zu müssen im Spiel. Das war schon eine gute Zeit und hat mich wieder motiviert. Ja, genau. Und wenn du irgendwann die Nase voll hast von Maw, wo geht's dann hin? Dann geht's entweder zurück zur Macht von Valhalla oder zu Sektion Rot, genau. Okay, Sektion Rot sagt mir gar nichts. Muss ich mal googeln. Das war eine ganz, ganz kleine Gilde, aber total nette Leute drin und der Großteil ist immer noch genauso wie damals vor 3 oder 4 Jahren oder wo das war, wo ich mal da war, gell? Das heißt, so eine ganz konstante Gilde, die immer ganz kleine Fortschritte macht, rein deutschsprachig.
Das ist ja das, was ich auch ein bisschen vermisse. Ich vermisse eigentlich so eine Top-5-Gilde, die rein deutschsprachig ist. Das wäre eine schöne Sache, muss man sagen. Oder Wäre mal ein Anspruch, den du starten könntest. Ja. Du bist ja schon an der Spitze der Pyramide. Das könntest du doch initialisieren. Haben wir schon mal versucht. Aber du kriegst die halt nicht zusammen. Auch bei Team Instinct oder Ex-Team Instinct sind ja auch einige dabei, einige Deutsche dabei. Mhm. Wenn man die jetzt zusammenführen würde mit MAW und so weiter und dann noch ein paar andere holen würde, würde das ja vielleicht sogar funktionieren. Meinst du, wir haben 50 Top 50 Top-deutsche Spieler? Die halt verteilt sind über die ganzen Gilden. Ich denke schon. Okay. Wir haben sozusagen, viele kennt man ja auch so, gell? Ja. Aber ich weiß, dass man eine Gilde zusammenbekommen könnte, so mit 450 Millionen, denke ich, wäre sicherlich machbar. Ja, wäre interessant, ja. Aber da fehlt natürlich auch jemand, der das alles organisiert, der sich halt um alles dann kümmert und so weiter. Ja, da hast du recht. Aber gut. Das ist eben ein bisschen das Anspruchsvolle. Das machen die Amerikaner halt großartig. Das muss man so sagen. Das ist wirklich wahr. Aber der Markt ist auch ein bisschen auf Amerika fokussiert, oder habe ich so ein bisschen den Eindruck irgendwie. Aber gut, ist jetzt für uns Europäer, glaube ich, auch nicht so das Problem. Aber ja. Deshalb sind wir immer dankbar, wenn du deine Videos machst, weil da wird ja vieles oder alles in Deutsch erklärt. Und das ist natürlich perfekt. Ja, ich versuche mein Bestes. Ja, nee, das ist ja das, was uns das fehlt, sozusagen für die deutsche Community, würde ich mal so sagen. Gell? Ja, es gibt nicht. Ja. Und dann bist du. War ja interessant, wo ich mal gelesen habe, dass der deutsche Markt vom Investment her der zweitgrößte hinter Amerika ist. Das hat mich damals auch sehr gewundert. Ja, dass das nicht irgendwie die Asiaten sind oder die Russen oder keine richtig. Ahnung, dass das wirklich wir Deutschen sind. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber ja. Ja, stimmt, aber ich. Wirklich viele, die das Spiel spielen. Ne? Das ist also die Star Wars-Begeisterung ist in Deutschland scheinbar riesig. Denk auch. Ja. Ich habe jetzt gerade mal ein paar Charaktere bei dir aufgemacht. Du hast schon, also muss man schon wirklich ehrlich zugeben, du hast schon richtig gute Mods drauf, teilweise auf den Leuten. Das ist schon Wahnsinn. Wenn man da überlegt, dass du ja relativ viele Charaktere schon auf einem hohen Relikt-Level hast, dann musst du natürlich auch überall 6er-Mods drauf haben. Aber dass halt selbst so kleinere Charaktere bei dir schon so richtige Monster-Mods haben, da fragt man sich natürlich als Außenstehender Son, wie kommst du so schnell an so gute Mods? Ja, gut. Also was ich nicht mache, was du ja noch machst, sehe ich in deinen Videos auch immer, diese Mod-Herausforderungen, die mache ich gar nicht mehr. Das heißt, dass die Energie dafür versuche ich alles nur in Material, in Fleißmaterial zu stecken sozusagen. Ne? Okay. Ich schaue allerdings immer noch dreimal täglich und manchmal erfrische ich auch so ein bisschen in diesen Mod-Shop. Okay. Da schaue ich schon noch rein und da gebe ich natürlich auch Mods die Chance, die, sagen wir mal, eine sekundäre +4 haben und blau sind oder sowas. Weil häufig gehen die auch hoch. Und das ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich mich eigentlich komplett auf das Slicen konzentriere. Da kriegt man natürlich zu wenig Material. Aber meine Beobachtung ist schon, dass, sagen wir mal, so mittelprächtige Mods mit 14, 15, 16 Sekundärgeschwindigkeit, dass die beim Slicen häufig hochgehen. Okay. Insbesondere wenn die Geschwindigkeit erst so dreimal hochgegangen ist und du bist bei 16, dann ist es fast sicher, dass der nochmal hochgeht. Gell? Wenn jetzt jemand, was weiß ich, einen 14er hat und der war dreimal oben, dann ist meine Beobachtung eher, dass der unten bleibt. Aber wenn der primär schon eine dreimalige Geschwindigkeitserhöhung hatte und da schon bei 16, 17 ist, dann werden das meistens richtig, richtig tolle Mods. Das war meine Beobachtung. Ein super Tipps. Für alle da draußen, die sich für so Themen interessieren. Ja, Mods ist eins der wichtigsten Themen überhaupt im Spiel. Mhm. Nee, sind echt gute Tipps. Ja, kaufst du dir Slicing-Material? Kaufst du die irgendwie? Also investierst du da auch Kristalle? Oder? Kaufe ich mir tatsächlich. Alle 14 Tage kommt ja dieser Pack raus für 15 Euro, wo man sozusagen, wo das alles drin ist, die kaufe ich mir. Okay. Weil das ist so selten, das Zeug, das kriegt man ja nur durch diese Events sozusagen und klar, aber das ist viel zu gering letztendlich, was da immer rumkommt. Da fühlt man sich immer so, als ob man ein paar Brotkrumen bekommt. Das war's. Das habe ich letztens gesehen. Kalkatan hast du auch schon auf R8, gell? Ja, das stimmt. Wahnsinn, gleich auf R8 gezogen. Wieso hast du den nicht auf R7 gelassen? Also was war da der Grund? Wieso den gleich auf R8? Ich hatte es gerade übrig und wusste nicht, wem ich sonst geben sollte. Okay. Wie entscheidest du, wem du R9 gibst? Weil R9 ist ja gerade wegen den Druidenhirn ja schon ein bisschen rar, würde ich jetzt mal behaupten, das ist, oder? Das ist natürlich korrekt. Und R9 ist meine Beobachtung bisher, dass die Tanks sozusagen am meisten davon profitieren. Deshalb habe ich meine R9er nahezu alle an Tanks verteilt. Also
GMLS hat ein, Lord Vader hat ein, Royal Guard. Also die Ausnahme ist Rey, da habe ich einen neuen verteilt, weil ich wollte, dass die mehr Power hat in der Offense und die Gesundheit auch noch ein bisschen steigt, aber ansonsten... Damit der Gegner es nicht mehr so einfach hat, mit dem Imperator des Sith-Ewigen durchzukommen? Zum Beispiel. Ja. Okay. Und genau, und ansonsten, ja, klar, es wird spannend, wie dann die nächsten sein werden. Im Laufe der Zeit sammelt es sich ja dann doch an, aber da bin ich mir auch noch nicht so richtig sicher, was ich mache. Vielleicht der neue Boba. Option, aber da muss man erst mal wissen, wie der dann wirklich ist. Wow, dein Echo ist 369 Speed schnell. Ach du meine Güte. Hey. Ja, der müsste schneller sein. Gell? 369 ist schon richtig gut. Also jetzt, ich bitte dachte, dich. Der war, oh, ich ja, dachte, klar, ich finde ihn gut. Meine ist, glaube ich, nur 339. 369 ist schon eine Hausnummer. Puh. Na gut, damit kannst du relativ viel machen mit dem Team dann, gell, wenn der schnell ist. Absolut. Ja, du hast halt echt viele 26er auf dem drauf. Wahnsinn. Ja gut, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt arbeite ich gerade an Kühl. Kühl, der muss schneller werden. Cool, ja, wegen dem Kontern? Ja, genau, aber der ist bei mir auch noch recht langsam, muss ich sagen. Ne? Mal kurz sehen, wie schnell ist deiner gerade? Cool, hatten wir doch gerade hier oben. War genau. Ah, R8 hast du denn auch schon? Interessant. Pull of Health Speed 316. Ja, okay. Der muss mindestens, weiß nicht, 160 plus sekundär haben oder sowas. Schauen wir mal. Stimmt. Ja, gut, aber das ist der nächste. Da hast du noch nicht so viel versucht zu slicen. Da sind die Mods 3er Speed, aber mit 15 und erst dreimal hochgegangen, ist aber gut. Ja, da ist Potenzial da. Großes Potenzial da, das denke ich auch. Die habe ich jetzt alle so hingesammelt. Ich denke mal, die nächsten ganzen Slicing-Geschichten werden da stattfinden. Und dann hoffe ich, ist er dann irgendwie bei 150, 160 Sekundär Speed plus. Ah, der hat auch ein gutes Grundtempo, glaube ich, der Cool, gell? Der ist schnell. Genauso wie der Echo und Moff Gideon, die haben ja echt eine super Kurs. Aber das ist sozusagen mein nächstes Projekt. Okay. Man gibt ja immer so, man macht immer so kleine Mini-Projekte, was man sich so vornimmt, und das ist jetzt halt meins. Gell? Mara Jade hat übrigens auch ein super Grundtempo. Die ist auch wahnsinnig schnell. Die hat ein genauso schnelles Grundtempo wie Moff Gideon und Echo. Die ist wahnsinnig schnell. Wird interessant. Dann braucht die wahrscheinlich auch Speedmods. Gut, hast du jetzt schon drauf. Die ist jetzt bei dir schon auf 293. Ist auch schon ordentlich für einen 5-Stern G11. Ja. Stimmt, da kannst du noch gar keine vernünftigen Mods drauf machen, gell? Noch nicht, genau. Nee. Na, wir gucken mal. Und was hältst du von Starkiller? Was ist bis jetzt so dein Eindruck? Also sagen wir mal so, ich habe keine Ahnung, weil ich habe nicht. Und in der Gilde ist es kein großes Thema. Es gibt 3-4 Jungs, glaube ich, die den haben, aber das gar nicht groß erwähnt haben. Also er scheint aus meiner Sicht, was ich jetzt auch so gelesen habe, so ein bisschen in den Foren so, scheint das nicht so ein überragender Charakter zu sein. Okay. Sodass ich mir auch Zeit lasse, sozusagen, durchzumachen. Ja. Weiß nicht, wie du das siehst, was du gehört hast, aber... Ich glaube auch, dass viele enttäuscht sind. Also sowas, ich lese auch in Discord, in verschiedenen Kanälen, sind die meisten jetzt nicht so begeistert. Beziehungsweise die meisten haben mehr von ihm erwartet. Also die Erwartungshaltung war einfach höher. Wenn sie gedacht hätten, das wäre ein normaler Marquis-Charakter, dann wäre die Erwartung wahrscheinlich auch geringer gewesen. Aber mit diesen teuren Voraussetzungen denkst du halt jedes Mal, boah, das muss der Monster-Charakter sein. Und wenn er dann halt keine galaktische Legende schlagen kann oder vielleicht sie nur schlagen kann, wenn er brutale Supporter braucht, dann ist es natürlich, dann fragt man sich schon, wo soll ich jetzt hier von 0 auf 100 in Mara Jade und Co. investieren? Und dann habe ich einen Charakter, den ich vielleicht auch nicht gegen galaktische Legende verwenden kann, genau das, ja. Seine Animationen gefallen mir ganz gut. Diese fand ich ganz cool. Aber die finde ich von Cal Katan auch sehr interessant. Haben sie echt gut gemacht. Ja. Fand ich super. Richtig. Nee, ich sage, in dem Sinne haben wir dann alles richtig gemacht, da nicht wie die Verrückten hinterher zu rennen, hinter dem Charakter, sondern ruhig ein bisschen langsamer das anzugehen. Ja, wobei Cal Katan, ich hatte ihn jetzt bei meinem letzten Gegner mit Mon Mothma als Gegner. Ja. Und der kriegt ja so viel Zugleiste am Anfang, das ist ja so heftig.
Richtig. Du kannst den auf normalem Wege ja nicht mehr kontern. Also du kannst, wenn jetzt meine Treyer, keine Ahnung, R5 wäre, dann könntest du die trotzdem reinstellen. Das wäre kein Thema. Ja. Aber meine Treyer ist halt nur G12 und das, die stelle ich nicht gegen einen R7 Kalkatan, der mit der gleich von Anfang an 40% Zugleiste bekommt. Das ist ja 10%, glaube ich, pro Rebellenkämpfer. Gleich zu Beginn, der ist ja wahnsinnig schnell, der ist ja über 400 Speed schnell, das ist ja irre. Richtig, ja. Aber das ist das, was du auch sagtest in deinem letzten Video, glaube ich, dass sie diese zwölf Charaktere, dass die gar nichts mehr zählen teilweise, gell? Die G12, das heißt, ja. G12, sondern dass sie wirklich erst so abgelegt dann eigentlich so richtig losgeht, gell? Ist eigentlich schade, ja. Aber viele da sozusagen ihre Investitionen gar nicht richtig zu schätzen wissen, ne? Du, es gibt auch diesen Wahlchat. Hast du von dem auch schon mal gehört? Von diesem, wo bestimmte amerikanische Kraken einen gewissen direkten Einfluss auf die Entwickler haben. Hast du von dem auch schon mal gehört? Bist du da vielleicht auch drinnen? Oder? Gehört, ja, bin nicht drin. Bin scheinbar kein. Also, die wollen da keine Ausländer drin haben, die wollen nur Amerikaner drin haben. Okay. Aber da habe ich schon teilweise mal echt Screenshots draus gelesen, wo die Entwickler 1:1 mit den damaligen. War nicht Warrior von Team Instinct da auch drin in dem Chat? Ich weiß es nicht mehr. Das könnte sein, das würde. Ich weiß gar nicht, spielt er noch oder spielt er wieder? Oder ist der, ich glaube, der spielt wieder. Ich glaube, der hat mal aufgehört und spielt wieder, ja. Früher habe ich den gern geschaut, aber dann hat er aufgehört, dann habe ich so ein bisschen den Kontakt verloren. Jetzt weiß ich es gerade aktuell nicht mehr. Ja. Okay. Ja, gut, dann hätte ich jetzt noch ein paar Abschlussfragen und dann wären wir eigentlich auch schon zu Ende. Vielleicht ganz kurz was für dich, eine Anekdote aus dem Leben eines Kraken. Wie gehst du generell mit den Kristallen um? Also wie können wir uns Außenstehende uns das vorstellen? Hast du immer 10.000, 20.000 Kristalle auf Halde? Hast du null und kaufst nur, wenn du welche brauchst? Wie gehst du mit dem Thema um? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich nur, wenn ich welche brauche, kaufe. Ich kaufe mir dann so ein 100er für 100 Euro, so ein Pack, wo 15.000. Kristalle sind, und dann spiele ich das hin runter, bis nichts mehr da ist. Das kann mal eine Woche dauern, das kann mal 3 Wochen dauern, je nachdem, was gerade so im Spiel ist. Und wenn ich halt was extra haben möchte, dann investiere ich auch sozusagen. Okay, verstehe. Das heißt, du legst jetzt auch nicht irgendwie monatlichen Betrag X zurück von deinem Gehalt, sondern du sagst, du kaufst spontan. Okay, alles klar. Ja, okay, das heißt aber auch, dass du nicht diese 1250 Kristallpacks dir kaufst, sondern so diese 30-Euro-Packs, oder? Nee, die 100er. Die großen mit 15.000 Kristallen. Ich meinte, wenn ein Charakter rauskommt, ein Marquis-Charakter, dann gibt es doch meistens die Splitter in diesen 1250 Kristallpacks, wo du dann vielleicht nur 7 Splitter bekommst für 1250 Kristalle. Es gibt diese ganzen Packs für Euro, keine Ahnung, 30 Euro, 30 Splitter oder keine Ahnung. Ja, genau. Also da kaufe ich mir so ein Pack mit 30 Splittern und den Rest sozusagen mache ich nicht mehr, weil das ist ja so ein bisschen wie so ein Glücksspielautomat. Lotterie dann, gell? Wobei ich schon zweimal das Glück hatte tatsächlich, als ich das noch gemacht habe, 330 Scherben zu bekommen. Ja, funktioniert also. Das ist passiert. Zweimal. Einmal bei Hux damals, den habe ich 330 gezogen, da war der auch, da hatte ich den also ganz am Anfang, und ich glaube Droideka noch damals. Mhm, okay. Das war beeindruckend. vielleicht baut es dir der Algorithmus im Hintergrund ein, damit du dranbleibst und das auch in Zukunft. bei EA könnte ich mir alles vorstellen, dass die alles im Hintergrund analysieren und genau abstimmen, könnte ich mir wirklich vorstellen. Die sind da so profitorientiert, dass die das auf jeden Fall, glaube ich, machen. Die grundlegende Hauptfrage, wie viel du Geld du denn bisher in das Spiel investiert hast, die lasse ich jetzt mal bewusst weg. Ich denke, das ist, sollte ja privat bleiben. Aber zwei kleine Fragen noch zum Abschluss. Hast du irgendwelche Änderungswünsche für diesen Kanal? Für diesen Kanal, den du betreibst sozusagen? Genau. Nein, der ist hervorragend, du machst das richtig super. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, also ich bin ja, wie gesagt, ein Fan von dir, schaue das auch regelmäßig, deine Sachen. Vor allen Dingen die Wochenendgespräche und so weiter, das ist immer schön entspannt. Krieg auch viele Ideen sozusagen, du analysierst das alles hervorragend, machst richtig. Ich glaube, es wäre spannend für die deutsche Community durchaus mal so ein paar Konter vorzustellen gegen bestimmte Teams, also sowohl gegen galaktische Legenden als auch gegen, in Anführungszeichen, B-Teams. Und ich glaube, das könntest du sehr gut sozusagen auch gut erklären.
Vielleicht wäre es auch nochmal spannend, dass man die einzelnen Phasen des CeBIT sozusagen auseinandernimmt und da nochmal guckt, welches Team am besten funktioniert. Und das würde ich auch nochmal zeigen als Video. Das wäre sicherlich auch hilfreich. Das würde ich mir wünschen für Okay, deinen Kanal. cool. Dann danke ich da erstmal dir für die offene Anregung, ganz klar. Vielleicht jetzt zum Abschluss noch irgendwelche Tipps für alle Zuhörer, Zuschauer, irgendwelche Tipps da draußen. Was sollen sie machen? Was sollen sie auf keinen Fall machen? Hast du noch irgendwas Es Abschließendes? ist ja schwer, so was ganz Generelles zu fragen. Sie sollen gesund bleiben, erstmal alle. Ja, Und das ja. Zweite, was sie machen sollten, wenn man es jetzt nur auf Spiel das betrachtet, sie sollten sich auf wichtige Charaktere konzentrieren und nicht die Ressourcen irgendwie reinstecken in alle kleinen Charaktere, Aktenhaut, Vollstrecker und sowas. Das Du ist meinst alles nicht. eher spezialisieren anstatt in die Breite. Genau, das Okay. glaube ich macht schon mehr Sinn sozusagen. Gell? Das Okay. wäre wichtig. Ansonsten immer dranbleiben, aktiv bleiben im Spiel, das ist auch wichtig. Nur so kommt man ja dann auch vorwärts, auch als FDP sozusagen. Gell? Genau. Nee, super. Okay. Okay, MG71, vielen Dank, dass du Gerne. nochmal Zeit hattest für mich, als auch für die allen Zuhörer da draußen. Und ich hoffe, wir hören uns nochmal in den nächsten Monaten, nächsten Tagen vielleicht sogar. Und vielleicht kommen wir nochmal ins Gespräch in einem halben Jahr, wenn es neue Bestimmt. Änderungen im Spiel gibt. Dann Gerne. bin ich sehr gespannt, ob du noch unter den Top 10 bist in einem halben Jahr. Alles klar. Ja, wir Nee, machen. okay. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle noch einen schönen Abend und Danke. nochmals vielen Dank. Okay, und guten Rutsch ins neue Jahr. Ebenfalls, ebenfalls. Danke dir. Ciao, Servus. mach's gut. Ja, und für uns heißt das, dass wir auch schon am Ende dieses Interviews angekommen sind. Ich hoffe natürlich, ihr fandet es genauso interessant wie ich, einen Kraken und dessen Sichtweisen kennenzulernen. Vielleicht hören wir in der Zukunft nochmal etwas von ihm. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Wenn euch die Art des Videos gefallen hat, die Sichtweisen eines anderen erfahrenen Spielers zu hören, dann lasst es mich wissen. Vielleicht kann ich den einen oder anderen Spieler zu einem weiteren Interview einladen, vorausgesetzt natürlich euch als Abonnenten und Unterstützer dieses Kanals seid daran auch interessiert. Dann euch noch einen schönen Rutsch ins Jahr 2022 und wir sehen uns bald wieder. Servus.